Ja, Mann! Die beste Serie der Welt ist zurück, Leute. Komm mal, Frau Ostermann und Georg, Alter, so süß, die beiden, wirklich. Ich wünsche denen so sehr, dass die irgendwann mal... Boah, ist das schön, Mann. Ja, also, wir haben ja jetzt hier schon einiges gesehen und der Georg und ich haben euch schon ziemlich viel von unserem schönen Wald erzählt. Und ich habe gedacht, ich stelle euch einfach mal drei Testfragen. Um was für einen Baum handelt es sich hier? Ostermann, das juckt keinen. Sie haben Georg im Schritt angefasst. Das ist doch die Sache, die ganze Klasse wissen will. Warum haben sie das getan? Außer Georg? Irgendjemand? Frage 2. Unter welchen Bedingungen wächst Moos am besten? Georg, außer Georg, ich weiß, du weißt es. Cheyenne, Anastasia. Okay, dritter Versuch, dritte Frage. Was passiert, wenn ich mich mit Fliegenpilzgift vergifte? Was für ein Gegenmittel gibt es da? Ja, kannst mal stirbt. Ganz scharf nachdenken. Woher sollen wir es wissen? Ja, weil wir es doch erwähnt haben während des Spaziergangs. Einfach mal Georg oder mir besser zuhören. Aber vielen Dank für diese Unwissenheit. Dafür gibt es einen 10-seitigen Aufsatz für jeden. Moment. Was ist er denn, Alter? Wo kommt er denn her, Junge? Moment, warte mal ganz kurz. Hallo, wer bist du? Habt ihr das nicht in der Zeitung gelesen? Was haben wir gelesen? Hier ist ein tollwütiges Wildschwein, was hier rumrennt. Was? Ihr müsst hier weg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wirklich? Wirklich, ja. Kommst du von hier aus der Gegend? Also kennst du dich? Ja, natürlich, ich wohne hier. Okay. Der Typ wohnt einfach mitten im Wald. Alles klar, Digga. Wildschwein. Dann wird die Klasse mal geschlossen. Ich bin Jost. Für was treten hier? Also, muss ich irgendwas unterschreiben oder so? Jost von Brümselberg. Ah, okay. Von Brümselberg. Brümselberg. Genau. Ja, schön, Mensch. Hey, wer bist du eigentlich? Ich bin Jost. Und war die Geschichte mit dem Schwein eigentlich echt? Nein. Ich habe nur gesehen, dass ich hier Stress bekomme. Danke. Was kann man hier so machen, wenn du von hier kommst? Kann man nicht in den Wald mal kurz ficken gehen oder so? Ziemlich viel. Da vorne gibt es Schweine. Ich wohne halt hier. Mega interessant, Bruder. Mega interessant, genau. Die Schweine, wirklich. Einfach zeigen, wenn ihr wollt. Ja, gerne. Klar. Gut dann. OMG. Es sah wirklich so aus, als wäre Just der neue Crush von Hannah. OMG. Ist alles okay? Die zwei wieder. Hey. Oh, Mann Stanley. Mann Stanley, das muss doch nicht sein. Ich hatte dir auch heute von diesem Sport erzählt, weißt du noch? Ja. Hast du da jetzt Lust drauf, ein bisschen? Nein. Nein? Nee. Ich habe ein Argument für dich, okay? Ja. Auf meinem Handy. Soll ich dir zeigen? Warte, hier, schau. So, das kannst du mir doch nicht einfach so zeigen. Wie du noch mal hingeschaut hast. Schau es dir mal an. Du musst ehrlich sein. Schon groß. Ja. Ja, moin, Alter. Er holt einfach ein Pimmelbild mitten im Wald raus. Bruder, wenn du ein Mann bist, hol den ganzen Löres raus. Was ist mit dir, Digga? Weißt du, du bist für mich auch was richtig, richtig Besonderes. Gut, dass ihr nicht merkt, dass ihr einen Kerl heimlich mit der Kamera filmt, also folgt. Das ist stark. Stark auf jeden Fall. Argument ist in der Hose. Entschuldigung. Mmh. Es ist nicht, nein. Moment mal, da sitzt dir einer im Busch und filmt mich. Moment mal! Das ist ein scheiß Ernst. Du bist komplett behindert. Das ist nicht so. Alter, ich hab das nicht gewusst. Der Behinderte sitzt da einfach im Busch. Der sitzt da einfach da im Busch und macht gar nichts, Alter. Aua! Was soll denn der Scheiß? Nein, das ist echt nicht so. Mann, Drexler! Hast du es gesehen, was sie gemacht hat? Mit wem? Mit wem soll ich meine 100 voll machen? Hey, mach doch deinen Hund einfach mit Drexler voll, Junge. Läuft doch, Alter. Warum? Gönn dir doch einfach Drexler. Ist doch ein süßer Boy. Bleiben! Ne, ist doch nicht so schwer! Wirklich! Fuck! Fuck, Alter! Ah. Oh nein, Alter. Oh nein, Alter. Der Fortnite-Bushcamper Drexler kriegt gerade einen kompletten Zusammenbruch. Der arme Alter. Fuck, Mann, fuck. Fuck, Alter, fuck.
Mann, Drechsler! Drechsler, hey! Nein! Geht weg! Drechsler! Drechsler! Ja, was viele nicht wissen, Drechsler hat sich später in den Wald aufgehangen und Logan Paul hat ihn dann später gefunden. Und wieder gute Stimmung, yeah! Als wäre nie was passiert, genau, Drechsler geht hier super! Immer gespielt. Sonst sind hier die Tiere. Und hier haben wir halt immer Feuer gemacht. Aber. Cool. Und, findest du es nicht irgendwie gruselig, dass du uns einfach im Wald hinterhergelaufen bist? Ich meine, klar, also Bruder, ich will jetzt hier nicht baggern oder so. Aber wir kennen uns ja jetzt schon seit 20 Minuten und, wie gesagt, also ich will wirklich nicht an dir rumbaggern. Aber jetzt im Wald, das war schon schön. Also kannst du mir mal deinen Bagger zeigen? Alter, welcher Mensch geht hin und... tut mir leid, passiert ja nicht sowas. Wo gehst du hier eigentlich zur Schule? Ach, es gibt hier nur eine Schule, die ist da vorne. Das ist die Dorfschule quasi. Und in deiner Freizeit, also was sind so deine Hobbys? Also ich muss hier viel helfen mit den Tieren und so. Mann, da sind keine Tiere, du Affe, Alter. Wo sind da Tiere? Spacko, Junge. Und sonst, ja, ich kümmere mich hier um alles. Genau. Wer ist Fernando, und Mann? Hast du eigentlich eine Freundin? Nee. Hast du einen Freund? Nee, auch nicht. Ah, warte mal, ist das nicht die, die noch nicht auf der Klassenfahrt hier so... Na, ihr wisst schon, Leute, die unbedingt Druck hat, dass sie... Ja, Alter, ich meine, mit dem gruseligen Waldtypen, da würde ich mir auch mal, also... Ich finde Just echt super sympathisch. Er weiß so viele Dinge und vor allem, worauf es wirklich ankommt. Der weiß so viele Dinge. Ja, hier kümmere ich mich um die Tiere, da vorne sind die Hühner im Stall drinne. Ja, und manchmal sitze ich in meinem großen Bagger und fahre in eine Kiesgrube rein. Ich bin der Jost. Ja, nee, ist cool. Also, ist doch mega geil. Ist doch mega cool. Ist voll der sympathische Typ. Er hat zwar kein Instagram oder so, aber ich finde, er braucht es auch gar nicht. Ich hoffe, dass wir uns hier noch öfter sehen werden. Er hat ja kein Instagram. Boah, das ist ja faszinierend. Das ist echt richtig krass. Wusstest du, Bäume haben Gefühle. Das ist echt richtig. Und sie haben sogar auch ein Gedächtnis, ja. Kümmern sich auch um andere, ältere Bäume. Ich habe das in der Doku mal gesehen, das war richtig und krass. Sie können kommunizieren. Sprechen, wie Menschen sprechen, das ist so krass. Nein, also nicht sprechen, ist, sondern... Aber schon sprechen, also mit Worten. Hi Jungs. Hi. Ja, was macht ihr hier? Ist nicht mehr Julines Zimmer, die ist ja jetzt weggeflogen. Ah, ich wollte gar nicht zu Juline, ich wollte eigentlich fragen, was machst du heute Abend so? Hast du was vor? Ja. Ich? Ja. Meint ihr mich? Ja. Wir gehen auf die Party. Die Party? Ja, Cheyenne ist auch da. Cheyenne? Mann, ja. Georg, ganz ehrlich, hast du es ihm noch nicht gesagt? Die steht nicht auf dich, du kriegst ihn nicht. Du musst ihn mal anders suchen, so mit Brille und Buch und so, dass zu dir passt. Ja, Digga, Frau Ostermann, Alter. Georg, ran an den Bagger und mal schön die Schaufel rein da. Wollen. Ja, ja. Oder? Ja. Könntest du bitte das Zimmer verlassen? Könntest du bitte das Zimmer verlassen? Warum? Okay, tschüss. Ciao. Weißt du, ich glaube, ich stehe doch nicht auf Cheyenne. Hm. Okay. Weil immer, wenn ich Layla sehe, dann habe ich so ein Kribbeln im Bauch und werde ganz nervös und ich glaube, ich stehe auf Layla. Alles klar. Du stehst auf Layla? Wenn man auf jemanden steht, dann ist man in den verknallt. Du bist verknallt? Ja? Wir müssen bei der Party heute Abend irgendwas machen. Wir müssen dich umstylen, die Frisur ein bisschen, die Brille vielleicht weglassen. Alter, Leute! Georg wird zum Fuckboy! Endlich, Mann! Die Transformation startet, Leute! Georg wird zum motherfucking Fuckboy! Moment mal. Was mit Frau Ostermann, Alter? Leute, was mit Frau Ostermann? Ich hier ein bisschen die Socken runter oder irgendwie sowas. Ey, das kriegen wir hin, ja? Ey, ich bin euch zusammen. Ich hab den Masterplan! Ach nein, Drechsler, wer kommt jetzt?
Oh weia, Alter. Der Romantiker, Julienko kommt, Julienko 2. Ja. Kann man so sagen. Hm. Was ist denn passiert? Ich hab mich mit Stanley gestritten. Oh nein, Alter. Warum? Ich, Scheiße. Mega Scheiße, echt. Ich mag nicht so gern drüber reden gerade. Stanley ist eh komisch. Weißt du, du bist, glaube ich, ein richtig guter Freund. Ja, glaube ich auch. Und Stanley hat es nicht verdient. Mega der gute Freund. Stanley nicht, findest Alter. Du? Na, auf jeden Fall. Ich meine, was du alles für ihn machst. Besserer Freund kann man gar nicht sein. Und er weiß das gar nicht zu schätzen. Ja, ist leider so, ey. Weißt du, ich versuche das halt immer, Gefühle zu zeigen. Und, ja. Und ich glaube, das ist einerseits wichtig bei Liebe. Ja. Dass man sehr romantisch ist und bei Freundschaft, dass man füreinander da ist. Ja! Genau, das sehe ich auch so. Ja. Ja. Sei nicht traurig. Okay. Sei nicht traurig. Okay. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der Zeus so ein Wahnsinnstyp ist. Er wusste einfach genau im richtigen Moment, was er sagen muss zu mir. Ey, spielt diese Rolle so unglaublich genial, dieser Typ, Mann, wirklich. Damit ich mich besser fühle und so sind nicht viele Menschen. Und er weiß so viel über Freundschaft und Liebe und so Sachen, die mich auch beschäftigen. Und also, er ist jetzt schon mein neues Vorbild. Fuck, Alter, der Typ ist so im Arsch, ey. Der ist so im Arsch, Digga. Mit dem Bagger direkt drüber fahren, wirklich. Und ein besseres Vorbild vor allem. Ja. Oh, so, darf ich ja nicht. Und dann bin ich über das Schwein gestolpert und ich weiß nicht, es war irgendwie alles dumm. Dann bin ich richtig im Dreck gelandet. Weißt du, was wir machen können? Nee. Wir haben hier vorne so eine Pflanze. Man muss die so ein bisschen bearbeiten und so. Aber wenn man das macht, dann kann man die durch die Nase ziehen, dann wird man richtig high davon. Okay. Also es ist halt ein Kokainbaum. Also es ist halt, das ist Koks. Also wirklich so richtig high. Wir könnten so eine Drogenparty oder so machen. Also... Ja, mega nice. Hey, mega geil, eine Drogenparty, da bin ich dabei, Alter. Ja, moin. Finde ich witzig. Hey, Leute, wisst ihr vielleicht, wo Laila ist? Ich suche sie schon überall. Nein, wir haben sie nicht gesehen, sorry. Okay. Warte mal. Bist du nicht dieser Bauernjunge hier? Bist du nicht dieser Bauernjunge? Ja. Also, Hanna, ich weiß ja, du bist verzweifelt wegen deiner Jungfräulichkeit und so, aber das... Das ist schon selbst für dich ein neuer Tiefpunkt. Wildtag, Bruder, der will eine Drogenparty machen. Was für Tiefpunkt, Alter, das ist Traummann. Es tut mir leid, das ist viel zu witzig. Cheyenne, hör auf! Also, ich habe jetzt eine Rhino-Shield-Hülle. Von daher kann mir eh nichts passieren. Aber euch viel Spaß noch, Kinder. Ciao! Rhino-Shield, denn die Hüllen sind super und die Handys sind nicht kaputt. Was war denn da los mit der? Also, ich habe nicht mal gecheckt, was sie für ein Gerät auf mich gehalten hat die ganze Zeit. Mann, als ob dieser Bauernjunge noch nie ein scheiß Handy gesehen hätte, Alter. Was ist los, Bruder? Aber meine Familie hat sich letztens auch so ein Ding gekauft. Also so ein Hightech-Ding irgendwie. Ach, halt's Maul, also, Alter. Mann. Mikrowelle. Junge. Das war eine Mikrowelle, mit dem, wo man das Essen reinmachen kann und yeah, so. Richtig krass. Halt die Fresse jetzt! Richtig krass, Ding. Mann, als würden so Leute am Land noch nie eine Mikrowelle gesehen haben, Alter. Als ob. Ich will jetzt die Drogenparty sehen. Let's fucking go, Alter. Weißt du, Kenneth? Ich bin mir sicher, dass Layla die Frau fürs Leben ist. Dazu campen bringt überhaupt nichts, Alter. Leute, guck dir mal die Haare an. Was will man da machen? 100%. Ja? Also, da gibt es zwar kulturelle Unterschiede, aber das spielt für mich eigentlich keine Rolle. Das ist eher schön, finde ich, schön. Und ich kann dir so viel beibringen über Bäume, so wie ich dir vorhin, über Mathe. Das ist also, ich bin mega auf. Ganz ruhig. Okay. Du musst an dem Abend nur auf mich hören, okay? Und wir kriegen das hin. Das ist deine einzige Chance. Okay. Letzte Partyabend. Hm? Brille aus. Oh, ja. Und jetzt, los. Was geht's? Ja. Okay. Mega geil. Der sagt so, ich style dich um und mach gar nichts, Alter. Ich glaube, wir sind nur so unglücklich, weil wir keine Freundinnen haben. Ach so. Weißt du, Liebe und Romantik, das ist einfach das Wichtigste im Leben. Ja. Ja. Ja, wirklich. Ja. Sehe ich auch so. Ja. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Soll ich dir mal ein Geheimnis erzählen? Ja, klar. Okay, komm mal hier rüber. Ja. Alter, bitte. Aber lass du dich niemandem vertrauen. Drogenparty jetzt. Nein, das ist sicher bei mir. Wirklich. Ja. Wirklich, du kannst mir alles anvertrauen. Und ja. Also... Man darf das nicht falsch verstehen, ich mache das nur aus Liebe. Mhm. Ja. Okay. Klar. Romantik. Ja. Ich war gestern Nacht unterwegs.
Und dann habe ich Cheyenne fotografiert. Also oh, mega in der geil. Dusche, aber damit ich ihren Tagesablauf kenne. Und hier ist sie dann eingeschlafen. Ja. Hey, mega romantisch, Alter. Auf dem Handy. Habe ich schon ihr Facebook-Profil angeguckt. Nur damit ich weiß, wer so ihre Freunde sind. Ich weiß halt. Drexler spielt nicht die Rolle. Drexler ist die Rolle. Drexler ist der Baggerkönig von Mallorca, Alter. Alles was, weißt du? Du musst alles über die Mädchen wissen, die du. Also das kann ich auch echt nur sagen, Leute, es ist mega romantisch, wenn ihr eine Frau einfach nachts auflauert und nackt Fotos von jemand unter der Dusche macht. Kommt immer mega gut an, wirklich. Also da muss der Bagger rausgeholt worden, meine Frau, rausgeholt werden, dann kann man richtig tief graben, Dude. Also es funktioniert. Du liebst. Okay. Damit du die perfekten Liebesgeständnisse, einen Liebesbrief schreiben kannst. Indem du dir so zeigst, ja. Du weißt, wer sie ist. Macht Sinn? Genau, und hier ist die Snapchat-Ort und dann kann ich immer sehen, was gerade ist hier auf dem Hof. Du bist wirklich ein Romantiker. Ja, oder auch ein Psychopath, also ich, ist halt, das nennt man ja eher Psychopath, ja. Würdest du mir helfen, noch ein paar Fotos zu machen? Und ich nur weiß, ein paar, weißt der du, der wird von einem Shit im nächsten gezogen, Alter. Klar, ja, mach ich, auf jeden Fall. Sag's klar. Von dir. Schon. Alles klar, dann lass uns raus. Ja. Er hat drei Hoden. Oh mein Gott, Leute, was passiert in der nächsten Folge? Wir müssen morgen unbedingt weitergucken. Ich weiß nicht, was das soll. Weil ich in dich verliebt bin, Cheyenne. Stopp! Oh mein Gott, Alter, Frau Ostermann ist ein fucking Camgirl! Es geht! Was machen Sie hier? Sind Sie Camgirl? Yeah! Fuck yeah! Oh mein Gott, er stirbt! Alter, Leute! Oh mein Gott! Ich kann die nächste Folge fast schon gar nicht abwarten, Leute! Der Bagger ist real, Alter, Leute. Frau Ostermann ist ein Camgirl. Ey, ist ja mal mega krank, was da passiert, Alter. Wirklich.